Vom Verbot der CDU ist keine Rede. Ne? Es geht um die undemokratische. Ach so, die undemokratische. Es geht um die undemokratische. Sehen Sie, da haben wir es. Alter Schwede. Es geht um die undemokratische. Ach so, die undemokratische. Ja, da raunt es sogar im öffentlich-rechtlichen Publikum. Er hat den Frame bestätigt. Demokratische Parteien sind Parteien, die entweder links sind oder mit linken Parteien gemeinsame Sache machen wollen, um linke Dinge zu entscheiden. Undemokratische Parteien sind die, die dagegen in harte Opposition gehen. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownys verrohter Diskurs bei Hart aber Fair Welt. Ja, man hat sich tatsächlich entschieden, mal ausnahmsweise nicht Herrn Krupalla in ein öffentlich-rechtliches Talkformat, sondern tatsächlich Frau Storch bei Hart aber Fair einzuladen. Thematisch geht es, so verheißt es die Beschreibung, um Folgendes. Brutale Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, eine Verrohung der Debatten, insgesamt eine vergiftete gesellschaftliche Atmosphäre. Was ist los in Deutschland? Ist unsere Demokratie in Gefahr? Welche Rolle spielt die AfD natürlich. Und dann abschließend, braucht es schärfere Gesetze? Ja, ich meine, ironischerweise fängt doch schon die Verrohung des Diskurses bei dieser Videobeschreibung an. Es geht um brutale Angriffe auf Politiker, Verrohung der Debatten, gesellschaftlich vergiftete Atmosphäre und es wird lediglich die Frage gestellt, welche Rolle die AfD dabei spielt. Dass sie schon irgendwie schuld an alledem ist, ist an der Stelle klar. Die Frage ist nur, inwiefern und wie stark. Und es wird natürlich auch nicht die Frage gestellt, ob der öffentlich-rechtliche oder andere Parteien da vielleicht ihren Anteil dran haben. Ja, und genau in diesem vorgezeichneten Debattenraum findet auch diese Diskussion bei Hart aber Fair statt, die selbst ein wunderbares Beispiel für die Verrohung der Debatten ist, weil innerhalb dieser Diskussion bei Hart aber Fair gerade auch die Gegenseite von Frau von Storch irgendwie nicht über simple Ad hominem-Diffamierungen hinauskommt, die sich in einer Debatte ehrlich gesagt nicht schicken. Man kann sie machen, aber man muss sie dann wenigstens mit Sinngehalt füllen. Aber es kommen so gut wie gar keine Argumente auf der nüchternen Sachebene zustande und das macht natürlich einen konstruktiven Diskurs unmöglich. Das schauen sich natürlich dann wiederum auch die Zuschauer zu Hause ab. Und denken sich, aha, so diskutieren also Erwachsene miteinander. Also allein durch diese Sendung hat schon mal auch der öffentlich-rechtliche Mitschuld daran, dass die Debatte immer weiter verroht. Aber ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal in die besten Stellen rein und bewerten mal, wie sich eine Frau von Storch hier geschlagen hat. Am Anfang geht es nämlich direkt um den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist das Innenministerium. Das sind die Politiker der anderen Parteien, die mit uns in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Und die beobachten uns und kommen zu solchen Schlüssen und dagegen müssen wir uns dann wehren. Das Konzept gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie. Das kann man den anderen auch gar nicht erklären. Der Verfassungsschutzpräsident aus Thüringen, Herr Kramer, ist besonders krass und Herr Haldenwang hat auch erklärt, dass seine Aufgabe nicht nur allein sei, die AfD in ihren Werten zu beschränken. Das heißt, er drückt ganz deutlich aus, was sein Ziel ist. Es geht ihm nicht um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das würde er im Geheimen, das würde er unauffällig machen. Nein, er geht an die Presse und sagt, was er tut. Und er sagt, es geht ihm darum, die Umfragewerte der AfD zu drücken. Das ist evident ungerecht. Und das gibt es in keinem anderen Land. Und deswegen der ganze Prozess. Das gäbe es nicht. Ob er das wirklich sagt, das prüfen wir natürlich nach im Faktencheck. Ja, das prüfen wir nach im Faktencheck, sagt da der Louis Klamroth. Und ja, im Faktencheck haben sie nachgeprüft, dass das Zitat richtig war. Genau, Herr Haldenwang hat sich genau so zur AfD geäußert. Ja, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Dazu haben wir keinerlei Möglichkeiten. Ja, das ist eine Aussage, die hat schon damals für Furore gesorgt und zwar nicht ohne Grund. Ja, da geht der Präsident des Verfassungsschutzes an die Presse in den Öffentlich-Rechtlichen und sagt relativ deutlich, ja, wir wollen die Umfragewerte senken, zum Beispiel durch unsere Einstufungen. Das heißt, da steht politische Motivation hinter. Und das scheint auch mittlerweile die Bevölkerung in Deutschland bemerkt zu haben. Wie groß ist ihr Vertrauen in den Verfassungsschutz? Statista 2024, eher gering, sagen 47%, sehr gering, sagen 17%. Das heißt laut Statista, dass 63% der Bevölkerung, die hier befragt wurde, dem Verfassungsschutz wenig bis gar nicht vertraut. Das war also alles in allem schon ein gelungener Rundumschlag gegen den VS von Frau von Storch. Sie hat auch Stefan Kramer angesprochen, da hätte ich mir vielleicht noch ein paar mehr Beispiele gewünscht. Ja, er ist der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, ist abseits davon noch SPD-Mitglied und aktiv in der linksradikalen Amadeo Antonio-Stiftung im Stiftungsrat und liked auch mal gerne auf Twitter Antifa-Tweets. Das hätte man dazu sagen können, um das auch für den Zuschauer deutlich zu machen, um es mit Bedeutung zu füllen, was man da ausdrückt. Aber na gut, alles in allem ein gutes Statement, aber zum Glück haben wir demgegenüber einen Experten, der das alles wieder relativieren soll. Schauen wir mal, wie gut er seinen Job macht. Herr Burmeier, ist der
Verfassungsschutz wirklich so politisch, wie es Frau von Storch sagt? Das ist natürlich ein Vorwurf, den man häufig hört. Und formal muss man sehen, ist natürlich das Bundesamt für Verfassungsschutz im Geschäftsbereich des Innenministeriums angesiedelt. Deswegen kann man diese Kritik formulieren. Oder um es anders auszudrücken, er gibt ihr einfach recht. Aber nicht ganz. Es geht noch weiter. Aber ich denke, in der konkreten Situation muss man ja sehen, dass die Einschätzungen des Bundesamts eben gerade nicht nur die Einschätzung einer Behörde sind, sondern dass sie gerade von einem unabhängigen Gericht bestätigt worden sind. Ja, das ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen gibt es jetzt noch Rechtsmittel. Aber es geht eben, denke ich, doch in die Irre, wenn man sagt, das ist irgendwie eine politische Einschätzung. Denn die hat sich ja jetzt gerade in einem rechtsstaatlichen Verfahren bestätigt. Was für eine gewitzte Antwort. Er hat im Endeffekt gesagt, die AfD unterlag ja vor Gericht gegen diese Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Deswegen ist die AfD dem Rechtsextremismus schuldig geworden und der Verfassungsschutz hat somit recht. Und es würde in die Irre führen, dass es sich um eine politische Einschätzung handelt, nachdem er bestätigt hat, dass man genau die Kritik, die Frau Storch formuliert hat, genauso formulieren kann, weil sie faktisch richtig ist. Das ist aber in keinster Art und Weise das, was das Oberverwaltungsgericht in Münster geurteilt hat. Das Gericht hat lediglich bestätigt, dass die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall zulässig ist. Sie haben aber damit eben nicht geurteilt, dass die AfD damit de facto verfassungsfeindlich wäre oder rechtsextrem. Nicht jeder Verdacht ist auch eine Erkenntnis. Kommen wir also nun zu einer meiner Lieblingsstellen in dieser Sendung. Es hat mehrere Angriffe auf Parteirepräsentanten von verschiedenen Parteien, auch der AfD, gegeben, und zwar im Rahmen des Wahlkampfes an Infoständen oder beim Aufhängen von Plakaten. Einer der Angegriffenen ist Matthias Ecke von der SPD. Er wird hier, wie Herr Klamroth es anmoderiert, konfrontiert mit einer Stellungnahme von Frau Beatrix von Storch. Naja, was hat sie denn gesagt? Ich habe einen Tweet gelesen, den ich ganz spannend fand. Beatrix von Storch, ich lese ihn mal vor, hat direkt an dem Tag getwittert: Ich verurteile den brutalen Angriff auf Matthias Ecke auf das Schärfste. Wer Wahlkämpfer bekämpft, bekämpft die Demokratie. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Ja, wie soll es ihm hier gehen? Das war doch ein komplett normales Statement, was einen Angriff verurteilt hat, wo man sich von Gewalt distanziert. Hier hätte man also was gegen die Verrohung des Diskurses machen können, sich annähern können und sich einigen können. Ja, das war ein vernünftiges Statement, das sehe ich genauso wie Frau von Storch. Aber das will man nicht. Stattdessen ignoriert Matthias Ecke dieses Statement komplett, äußert sich dazu gar nicht und geht lieber auf ein Statement von Jörg Urban von der AfD in Sachsen ein. Ja, ich habe ja nicht nur das gelesen, ich habe ja auch gesehen und gelesen, dass Herr Orban zum Beispiel, der sächsische AfD-Chef, ja im gleichen Satz, wo er das verurteilt hat, noch gesagt hat, dass ja eigentlich die SPD und die Ampel selber dran schuld sind, dass die Leute wütend sind. Moment, Moment, Moment. Jörg Urban von der AfD in Sachsen soll also gesagt haben, laut Matthias Ecke, dass die Ampel selbst daran schuld sei, dass die Leute wütend sind. Was hat er denn im genauen Wortlaut gesagt? Ich zitiere: Hashtag gegen Gewalt. Angriffe auf Politiker sind immer auch Angriffe auf die Demokratie. Ich verurteile solche Taten, so steht es halt dort. Allerdings muss sich die SPD fragen, inwieweit ihre ständige Hetze gegen politisch Andersdenkende zu solchen Eskalationen beiträgt. Die SPD soll sich also fragen, ob auch sie zum Beispiel zur Verrohung des Diskurses beitragen. Das kann ein Matthias Ecke offenbar nicht so stehen lassen, weil die AfD ja alleine daran schuld sein muss. Alle sind unschuldig an einer weiteren Eskalation, alle sind unschuldig an der Verrohung der Debatte, nur die AfD ist schuld. Ja, wie steht es denn um Aussagen von Saskia Esken, wie sie neulich im österreichischen Fernsehen getroffen hat? Tragen solche Aussagen zum Aufstacheln und zum Hass gegenüber dem politischen Gegner in Form der AfD bei? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, aber die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Das ist eine Nazi-Partei. Ja, vollkommen sachlicher politischer Diskurs, oder nicht? Nein, das ist Verrohung des Diskurses. Das ist einfach nur Diffamieren. Vergleichen der AfD mit Goebbels. Inwiefern kann sowas denn nicht zur Eskalation in der Bevölkerung beitragen? Und das empfinde ich als doppelzüngig und auch heuchlerisch. Frau von Storch, Herr Ecke findet Ihre Reaktion heuchlerisch. Können Sie das verstehen? Nein, das kann ich nicht verstehen. Hat er das so gesagt? Nein, das stimmt nicht, Herr Klamroth. Er hat sich eindeutig auf Herrn Urban bezogen. Kennt Luis Klamroth jetzt die eigenen Einspieler in seiner Sendung nicht oder hat er das jetzt extra uminterpretiert zu einem Angriff auf Frau Beatrix von Storch? Ich tendiere zu der zweiten Möglichkeit.
kommen wir nun zu einem Angriff von Sebastian Fiedler von der SPD, der sich natürlich sehr darüber freut, dass der Verfassungsschutz der AfD so mitspielt. Wir wissen, wie in den sozialen Medien mit Falschwahrheiten, Unwahrheiten und Diskreditierungen gearbeitet wird. Ja, dann bitte mal ein Beispiel, Herr Fiedler. Also nicht, dass das nicht der Fall wäre, aber warum liefert man da kein Beispiel? Trägt das nicht zur Verrohung des Diskurses bei, die Sachen einfach in den Raum zu werfen als sogenannte Truisms und dann kein Beispiel zu liefern? Noch heute hat Frau von Storch von einem Unrechtsurteil geredet. Das ist Ihre persönliche Meinung zu dem Urteil und damit keine Falschinformation, sondern Ihre freie Meinung. Heute hat sie uns wieder erklärt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz politisch gesteuert sei, obgleich dort Beamtinnen und Beamte politische arbeiten. Politische Beamte, weisungsgebunden. Nein, das ist nur die Spitze der Behörde. Erzählen Sie uns immer denselben Unsinn. Die Spitze der Behörde, genau. Ja, und wer bestimmt, wie es in der Behörde läuft? Die Spitze der Behörde. Und wenn die Spitze der Behörde ein politisches Amt ist, beziehungsweise einer politischen Weisungsgebundenheit untergeordnet ist, dann ist die Behörde politisch weisungsgebunden. Also war relativ dünn von Herrn Fiedler. Eine einfache Nebenbemerkung von Frau Storch enttarnt das an der Stelle. Und was kommt da zurück von einem Herrn Fiedler? Der Behörde, Unsinn. Genau. Es geht ein bisschen unter, aber er sagt Unsinn. Nein, es ist faktisch richtig. Trägt das nicht zur Verrohung des Diskurses bei? Ein Gegenargument einfach als Unsinn abzustempeln, also ein Totschlagargument anzuwenden und damit den Diskurs gänzlich zu ersticken? Ich sage es immer wieder, die Verrohung des Diskurses sehen wir in öffentlich-rechtlichen Talkformaten. Alle übrigen Beamtinnen und Beamten haben einen Eid auf die Verfassung geschworen, so wie ich auch in der Vergangenheit, und arbeiten nach Recht und Gesetz, das durch unabhängige Gerichte überprüft wird, wie wir das heute schon hier in der Sendung gehört haben. Ist das dünn, Alter? Ja, den Eid. Sie haben den Eid geschworen, ja? Und was ist, wenn Sie gegen den Eid verstoßen? Was für Strafen folgen dann? Welche Strafen folgen für die Bundesregierung, bei denen jeder Einzelne den Eid geschworen hat, im Hinblick darauf, was sie in der Corona-Zeit mit der Bevölkerung gemacht haben? Ein regelrechtes Apartheidsregime zwischen Geimpften und Ungeimpften erzeugt haben, Leute systematisch ausgegrenzt worden sind, es Menschen zweiter Klasse in Deutschland gegeben hat. Haben die da nicht auch alle irgendwie ihren Eid gebrochen? Mit einem Infektionsschutzgesetz, was selbst laut ihrer eigenen Expertenkommission verfassungswidrig war? Die Antwort ist ja, sie haben diesen Eid gebrochen. Gibt es Strafen dafür? Die Antwort ist nein. Was ist dieser Eid dann also noch wert? Und was ich damit sagen will, ja, der letzte Punkt ist wichtig. Glauben Sie, das geschieht ohne diese Russland-Connections, die wir jetzt gerade im Augenblick kennen? Russland reden, regt es auf Destabilisierung an und Sie genau das nicht, erleben wir. Sie werden nicht drum herum kommen, auf meine Frage zu antworten. Was denn genau für Russland-Connections? Inwiefern sind die belegt und inwiefern ist das, was man hier belegen könnte, illegal? Auch wieder diese Aversion davor, seine Argumente irgendwie mit Sachgehalt zu füllen. Ist das vielleicht Verrohung des Diskurses hier von Herrn Fiedler? Der nächste Moment, den ich euch präsentieren möchte, ist wirklich lustig. Frau Beatrix von Storch versucht hier wirklich eine ernsthafte Analyse dessen, was gerade in Deutschland abgeht. Wenn wir feststellen, dass die Gewalt steigt, wenn wir feststellen, dass die Auseinandersetzung schärfer und härter wird, wenn wir feststellen, dass es sich immer weiter aufschaukelt, dass, was ein Fall ist, das erleben wir ja auch, dann frage ich mich, wo kommt das her? Und ich stelle fest, dass wir jahrzehntelang einen gesellschaftlichen Konsens in dieser Republik hatten. Und dieser gesellschaftliche Konsens in wesentlichen Teilen ist von links und grün aufgekündigt. Okay. Das ist also die These von Beatrix von Storch. Der gesellschaftliche Konsens wurde aufgekündigt von links. Das ist ja erstmal eine These, über die wir diskutieren können. Jetzt könnten die anderen Parteien in diesem Diskurs ihre Argumente dagegen vorlegen und man könnte da ein sehr interessantes Gespräch einleiten. Aber da man nicht an einem interessanten Gespräch und einem ernsthaften Austausch interessiert ist, kommt Herr Fiedler von der Seite rein und wirft Frau von Storch vor, sie hätte ihn einen Nazi genannt. Das hat einfach mal gar nichts mit dieser These zu tun, er wirft es einfach rein, um zu derailen. Wenn das mal nicht die Verrohung des politischen Diskurses ist. Frau von Storch, haben Sie mich Nazi genannt oder nicht? Wir werden Terroristen und Nazi genannt, den ganzen Tag lang. Haben Sie so genannt. 2018. Also, nur diesen Punkt zu Ende machen, weil sie, jetzt bin ich dreimal angesprochen worden. Weil das so schön gerade passt, würde ich das einmal gerne zeigen. Weil das so schön gerade passt, möchte ich das einmal zeigen. Nein, es passt nicht schön. Frau von Storch hat noch nicht mal ihre These zu Ende ausgeführt. Stattdessen bestärkt Herr Klamroth sogar noch das Derailing von einem Herrn Fiedler und blendet jetzt sogar den Tweet ein, in dem Frau Beatrix von Storch Frau Katrin Göring-Eckardt als Nazi bezeichnet haben soll. Ein interessanter Gedanke an der Stelle. Woher wusste Herr Klamroth überhaupt,
dass dieser Derailing-Vorwurf kommt? Woher wussten die, dass sie genau diesen Tweet schon im Vorhinein raussuchen müssen, um ihn einzublenden? Naja, Fragen, auf die ich nie Antworten bekommen werde. Aber hier sehen wir es wieder, Verrohung des Diskurses bei Hart aber Fair. Anstatt ein anstandsloses Derailing in die These von Frau Beatrix von Storch hinein zu ahnden, indem ein Herr Klamroth dann sagt, Herr Fiedler, Sie reden gerade nicht, Sie sind nicht dran, freut sich Herr Klamroth, dass er jetzt sogar noch endlich mal diesen Tweet, den man vorher schon rausgesucht hat, einblenden kann. Was kommuniziert das an den Fernsehzuschauer? Es ist anscheinend vollkommen okay, während jemand seine These in einer Argumentation ausführt, einfach hinein zu derailen und ihn mit irgendwelchen Zitaten zu konfrontieren. Und da wundert man sich, warum der Diskurs immer weiter verroht, wenn der Öffentlich-Rechtliche eben dieses verrohte Verhalten vorlebt. Ja, es ist warm, sehr sogar, aber dieses hysterische Klimakrisengekreische der Klimanazis ist wirklich unerträglich. Sagt sie in einem Tweet aus dem Jahr 2018. Sie mussten also 6 Jahre zurückgehen, um diesen Tweet zu finden, der noch nicht mal eine klare Nazi-Beleidigung darstellt, sondern die polemische Umschreibung einer Bewegung als Klimanazis. Genauso wie man polemisch auch Leute, die akribisch genau auf Rechtschreibung achten und andere immer ungefragt korrigieren, als Grammar-Nazis bezeichnet. Dieser Ausdruck, auch wenn ich ihn nicht selbst verwenden würde und das auch anstelle von Frau von Storch nicht getan hätte, ist diese Bezeichnung doch mit Verlaub jetzt mal ganz ehrlich eine ganz andere Kategorie als eine Frau Saskia Esken, die den Begriff Nazi im wörtlichen Sinne auf die AfD anwendet und sie direkt mit Josef Goebbels vergleicht. Vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Das ist eine Nazi-Partei. Das meint eine Frau Esken wörtlich. Die denkt das wirklich. Das ist keine Polemik im Gegensatz zu dem Begriff Klimanazi. Das kann man also mit Verlaub nicht auf eine Ebene stellen. Frau Esken meint es wörtlich, dass die AfD genau das machen möchte wie die Nazis, während das andere eine überzogene Polemik darstellt, die darauf Bezug nimmt, dass man eben in dieser Weltsicht keine Argumente, die von der offiziellen Linie abweichen, zulassen möchte, dass man plump und fernab von jeder Diskussionsbereitschaft als sogenannter Leugner diffamiert wird, wenn man da nicht mit jedem Punkt mitgeht. Was sagt denn Frau Eckert, was diese Reaktion von einer Frau von Storch provoziert hat? Sie sagt, es ist wirklich sichtbar, spürbar. Alle Leugner und alle, die nichts tun, sind und er Verantwortung. Also wahrscheinlich ein bisschen zu schnell getippt, aber sie sagt, alle, die uns nicht glauben und alle, die nichts tun, also im Sinne von die Grünen wählen oder was auch immer, sind in der Verantwortung. Dieses Wetter kommt eben nicht irgendwie zufällig oder vom Himmel, schreibt sie danach. Womit sie also alle, die nicht mit ihrem Narrativ mitgehen, und nicht das tun wollen, was sie tun möchte, in die Verantwortung nimmt, das Wetter dadurch beeinflusst zu haben. Mir fallen keine Worte ein, um das hier in seriöser Art und Weise zu charakterisieren. Deswegen spare ich mir das. Aber hier wird es klar, Abtrünnige werden als Leugner diffamiert. Leute, die nicht genau das tun wollen wie die Grüne, sind also in der Verantwortung, dass das Wetter schlecht wird. Wollen Sie sich dann für diese Wortwahl entschuldigen? Und jetzt will Herr Klamroth noch, dass sich Frau von Storch dafür entschuldigt und damit zu Kreuze kriecht. Und schon sind wir komplett weg von der These, die Frau Beatrix von Storch vorher noch aufmachen wollte. Sie ist komplett vergessen. Es folgt also wenig später, ganz im Sinne des nicht verrohten Diskurses, ein Angriff von Frau Dorothee Bär von der CSU. Ich würde mich lieber mit den beiden Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von der SPD anders auch mal inhaltlich noch stärker wieder auseinandersetzen. Man kann es oft im Plenum gar nicht, weil man so damit beschäftigt ist, sich gemeinsam gegen diese Partei abzugrenzen. Und es schadet auch dem politischen Diskurs an dieser Stelle. Und danach applaudiert das öffentlich-rechtliche Publikum. Leute, ich kann es nicht glauben. Was hat diese Frau gerade gesagt? Weil die sich die ganze Zeit von der AfD abgrenzen müssen. Also die sitzen da praktisch die ganze Zeit und sagen, nein, nein, wir sind nicht die AfD, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Es geht nicht. Es geht nicht. Deswegen haben sie dann keine Zeit für Gespräche mit den Grünen oder der SPD oder sich mit denen inhaltlich auseinanderzusetzen. Was hat diese Frau da gerade gesagt? Gar nichts. Das waren einfach nur Geräusche. Sie hat sage und schreibe 2,5 Minuten ununterbrochen von einem Louis Klamroth durchgängig auf die AfD defekiert. Kein einziges Argument geliefert, über das sie diskutieren möchte. Kein Argument geliefert, über das man überhaupt diskutieren kann, weil es sich weitestgehend einfach nur um Anwürfe und Diffamierung gehandelt hat. Und dann gibt es am Ende vom Publikum auch noch Applaus. Was vermittelt das denn an den Zuschauer? Okay, wenn jemand nicht deiner Meinung ist, schütte ihn einfach 2,5 Minuten lang zu mit irgendeiner Tirade und dann geben die Leute dir recht. Das ist die Verrohung des Diskurses, wenn er nicht schon längst gestorben ist. Okay, beenden wir das Video mit einem guten Moment von Frau Beatrix von Storch. Denn hier geht es am Ende der Sendung um das AfD-Verbot. Wissen Sie, was Sie gerade gesagt haben, das ist schon wirklich bemerkenswert. Das klingt so in etwa zugespitzt. Wir retten die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten.
Auf jeden Fall stellen wir mal einen Antrag. Und dann retten wir die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten. Ja, und das wäre das demokratische Endgame. Das wäre die absolute Blackpill. Jeder Fünfte in Deutschland würde seine demokratische Teilhabe verlieren. Ganz Deutschland würde wissen, dass jede Partei, die in harter Opposition zum Zeitgeist hohe Umfragewerte generiert, einfach vor ihrer Nase wegverboten wird. Da würden einige Masken fallen. Das würde einige Leute aufwecken. Aber diese Menschen könnten ihre Missgunst gar nicht mehr an einer Wahlurne kundtun. Es würde also, so mutmaße ich, zu Verwerfungen innerhalb der Bevölkerung führen, die wir uns nicht ausmalen möchten. Verwerfungen, die dann wiederum als Argument herhalten werden, dass es doch gut war, die AfD zu verbieten. Aber was macht diese Ausführung, abseits davon, dass sie in meinen Augen richtig sind, zu einem guten Moment? Der Moment wird gut durch die Entgegnung des Experten, den wir schon ganz am Anfang des Videos kennengelernt haben. Er wird uns jetzt vor laufenden Kameras bestätigen, dass der Demokratie-Frame, so wie ich ihn analysiert habe, vollkommen richtig ist. Demokratie ist, wenn linke Parteien mit anderen linken Parteien oder ihr zugeneigten Parteien linke Dinge entscheiden. Vom Verbot der CDU ist keine Rede, ne? Es geht um die undemokratische. Ach so, die undemokratische. Es geht um die undemokratische. Sehen Sie, da haben wir es. Alter Schwede. Es geht um die undemokratische. Ach so, die undemokratische. Ja, da raunt es sogar im öffentlich-rechtlichen Publikum. Er hat den Frame bestätigt. Demokratische Parteien sind Parteien, die entweder links sind oder mit linken Parteien gemeinsame Sache machen wollen, um linke Dinge zu entscheiden. Undemokratische Parteien sind die, die dagegen in harte Opposition gehen. Vor laufenden Kameras für euch bestätigt. Und wie steht es eigentlich im Hinblick auf diese Aussage um die Verrohung des Diskurses, um den es doch eigentlich gehen sollte bei dieser Sendung? Meine abschließende Analyse ist relativ kurz und knackig die folgende. Ein verrohter Diskurs dient immer der Machtmanifestation der momentan herrschenden Obrigkeit. Wie schon damals werden Gegner des linken Allmachtsanspruchs als Faschisten diffamiert und ausgegrenzt. Dem Menschen wird durch Diskussionen wie dieser genau dieses Handwerkzeug vorgeführt und an die Hand gegeben. Sie machen es, weil sie wissen, dass wir die besseren Argumente haben, dass wir die Realität auf unserer Seite haben und genau deswegen wird die Spaltung in dieser Art und Weise vorangetrieben. Es geht darum, jede, aber auch jede inhaltliche Auseinandersetzung durch Diffamierungen zu ersticken, ja, auch im privaten Raum, damit bloß niemand von einer anderen Weltsicht überzeugt werden könnte, die den großen politisch korrekten Dogmen des Deutschlands im Jahr 2024 widersprechen. Und damit meine ich, dass es nicht erlaubt sein soll, nur irgendetwas Negatives über die Zuwanderung zu sagen. Alles, was abweicht von dem Dogma, Vielfalt ist unsere Stärke, ist Ketzerei. Es geht darum, die zu unterdrücken, die der Meinung sind, dass hohe CO2-Steuern uns nicht vor dem Weltuntergang retten werden. Und es geht um die, die anzweifeln, dass Nord Stream sich von selbst in die Luft gesprengt hat. Also, Diskursverrohung ist gewollt, sie dient der Machtmanifestation, weil die Leute nicht mehr in einen sachlichen Austausch miteinander treten und so niemand überzeugt wird. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, die Realität wird immer mehr Menschen überzeugen. Ich hoffe nur, dass es da nicht schon zu spät ist. So, und das soll's gewesen sein. Meine lieben Leute, wenn euch das alles hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, folgt mir gerne bei Telegram, Link ist in der Videobeschreibung. Genießt diese Clownswelt in vollen Zügen, wir sehen uns bald wieder und ein bisschen hart aber fair zu filetieren, schadet nie und f*** PC.